Aber jetzt legen wir erstmal hier das Diamantzeug da rein. Die ganzen Spitzhacken brauche ich erstmal nicht. Ich lagere die mal hier unter. Werden wir da schon wieder rausholen, keine Angst. Das Diamantschwert brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Und auch nicht unbedingt in der Hand. So, die Birkensachen werden da wieder hingelegt. Stickies auffüllen. Kohle wird noch aufgefüllt. So, Kohle ist aufgefüllt und den Rest kann ich da eigentlich vorne in den Ofen werfen. Wir brauchen hier noch einen Ofenraum. Habe ich gerade beschlossen, den kann man da hinbauen. Oder daraus weiter, aber ich glaube, das wird nichts. Oder man könnte dann hier so drumherum bauen. Oder hier einfach erweitern und dann rechts und links Ofen. Den Ofen rein. Muss ich gucken, wie ich es mache. Und das Portal muss auch noch irgendwo hin. Und zwar mit einer Zweierbreite. Das heißt, ich könnte in die Richtung das Portal bauen und in die Richtung den Ofenraum. Ne, Ofenraum in die Richtung, Portal in die Richtung. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt wird erstmal eingelagert. So viel Knochen haben wir schon. Wird Zeit, dass wir uns ein bisschen Tierzeug. Ihr wisst schon was. Hier, die Hundis holen. Gut, das braucht noch ein bisschen. Hab ich da aufgefüllt? Ja, hab ich, gut. Wir gehen jetzt noch nicht. Doch, wir gehen jetzt schon schlafen. Geh mal schlafen. Übrigens lege ich das mal weg. Nicht so weg. Übrigens lege ich das mal weg. Nicht, dass wir da noch irgendwie was falsch machen. So wie Gronkh in seinem Special. Und ich trinke mal kurz was. Tut mir leid. Aber nach ein Viertelstunden Aufnahme muss man auch mal ab und zu mal was trinken. Damit die Stimme geschmeidig bleibt. Mal gucken, wie weit wir da raus können. Ich hoffe, etwas weiter als geplant. Aber wir können das Portal auch recht hier nah erstellen. Ich würde sagen, hier bauen wir dann das Portal auf. Machen wir da noch das gewohnte Bodenzeugs rein. Und dann steht da plötzlich einfach ein Portal. Aber das Portal, das schauen wir uns noch nicht an. Tut mir leid, dass ich euch da ein bisschen auf die Folter spanne. Aber das schauen wir uns noch nicht an. Aber wir können es schon mal aufbauen. Portal. So. 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 Und so. Jetzt haben wir uns da rumgemogelt, weil hier könnte man eigentlich noch da oben sowas geplant. Dass es dann draußen steht und dann da hier voll ist, aber naja, ist egal. Jetzt haben wir zwei Obsidian verschwendet, aber der Gedanke zählt. Anmachen ist auch noch nicht, weil ich habe Angst, dass... Nee. Ich weiß nicht, warum noch nicht anmachen. Machen wir später. Fakt ist, wir bauen jetzt hier oben das Holz dran, jetzt bauen wir da das Holz dran. Hinten dran müssen wir auch noch die Wand auskleiden. Das heißt, wir bauen jetzt da. Ich brauche Tannenholz. Das war falsch. Das Holz ist falsch. Machen wir das da. Machen wir so. Und jetzt kommt der große Moment. Flint and Steel. Batz. Brennt irgendwas? Nein. Das Portal ist aktiv. Wir gehen aber noch nicht rein. Noch nicht. Ich möchte euch ja ein bisschen auf die Folter spannen. Wäre ja doof, wenn ich jetzt sofort alles zeige. Bogen brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Die Pfeile dementsprechend auch nicht. Das Crafting Table kann man mal hier lassen. Das Holz werden wir noch brauchen. Das lege ich mal da dazu. Goldohr wird alles noch gebrannt. Boah, haben wir viel Eisen jetzt. Hätten wir mal so viel Fresse. Ach, warte. Jetzt entscheide ich, Doggy. Entscheide ich. Warte, wo ist das Gefresse? Hier ist das Gefresse. Ein Weizen ist natürlich episch. Also, es tut mir leid, dass ich hier unsere 6 Weizen, die wir hier jetzt kriegen, nicht zum Essen gebrauchen werde. Sondern für was ganz anderes. Übrigens kann ich mal das da mitnehmen. Aus Höhlenforscher wird jetzt ein Agrarökonom. So, da haben wir auch schon unser erstes Ei.
Perfekt. Natürlich von dem Einzelkind. Und ihr zwei, ihr macht jetzt mal Liebe. Ihr macht euch jetzt ein Baby. Perfekt. So. Mit zwei Weizen kann man nämlich... Also wenn man hier so was Ausgewachsenes hat, kann man da sagen, ihr sollt euch jetzt lieben. Da Hühnchen brav sind, fangen sie sofort an, sich selbst zu lieben. Natürlich aufzuruckeln. Natürlich das Gegenstück dazu. Fangen sie an zu lieben. Aber ich glaube, hier bei den Tieren gibt es keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Und wenn wir jetzt schon hier draußen auf der Weide sind, dann können wir auch gleich darüber in den Wald stratzen und uns ein paar Birken schlagen. Und hier noch ein bisschen ausbauen. Bauen wir da noch ein bisschen was hin. Jetzt haben wir 8 Wheat. Also nicht 8 Gras, sondern 8 Weizen. Und jetzt, bevor wir wieder heimgehen, machen wir kurz noch die Axt kaputt. Damit es sich lohnt, da eine Eisenaxt draus zu machen. Wir haben noch keine Eisenaxt gemacht. Ach du Scheiße. So. Hallo Timbermod. Also für sowas ist ja unglaublich praktisch, auch im Dschungel. Weil da die Bäume unglaublich groß sind und man niemals irgendwie klarkommt, da alles einzusammeln. Oder da alles abzuschlagen. Muss man sich hochbauen und so ein Scheiß. Und damit ich das verhindere, habe ich mir den Timbermod installiert. Auch wenn manche sagen, es ist gecheatet, ich finde das nicht so gecheatet. Ich finde, das ist einfach Realität. Wenn man unten was wegschlägt, dann ist es weg. Dann fällt der ganze Baum um. Ist ja auch bei Terraria so. Wenn es bei Terraria so ist, dann muss das natürlich real sein. Hallo? Terraria ist doch die Realität. Auch wenn ich nicht so begeistert bin von Terraria, weil es mir einfach so schwierig ist. Keine Ahnung. Ah, das haben sie behoben. Damals war es nämlich so, wenn die Axt kaputt geht beim letzten Schlag, fällt nicht so viel Holz raus. Also geht nur ein Holz kaputt. Ah, wir haben ja schon das... Schon noch mal Bruce-Setzlinge. Können wir neue Bruce einpflanzen. Hier ein bisschen Bruce Willis. Was haben wir hier? Hier haben wir auch ein bisschen Bruce Willis. Und hier noch. Machen wir den Bruce dahin. Und dann haben wir da noch einen Bruce. Und hier gibt es natürlich auch noch Bruce. Komm her. Setzen wir dahin. Und den anderen Bruce setzen wir dahin. Haben wir sonst noch hier ein bisschen Bruce? Kein Bruce Willis mehr. Ach doch, da. Setz mal dahin. Und da kommt noch ein Bruce geregnet. Hallo. Dahin. Und dahin. Wir wollen doch hier einen recht dichten Fichtenwald haben. Fichte? Tanne? Keine Ahnung. Irgend sowas mittendrin. Ach du Scheiße, hab ich viele Bruce hier zum Setzen. Aus denen wird natürlich ein ganz großer Brusbaum. So, genug Bruce Willis gesetzt. Was ihr jetzt mit den Bruce macht, ist mir scheißegal. Oh, übrigens könnt ihr mal schreiben, ob ihr, ob ich diese Welt beim Ende jeder auf, bei der Folge, bei der die jetzige Aufnahme endet, dann die Welt verlinken soll. Oder halt dann, wenn ihr mir sagt, Troggi, mach mal hier die Welt zum Download. Wie lange brauchst du noch? Ah, noch ein bisschen. Was haben wir hier? Hier haben wir so Scheißholz. Stellen wir mal dahin. Gut, wir könnten uns den Ofenraum aufbauen. So war es ja geplant. Aber erst würde ich mir gerne jetzt noch die Spitzhacke. Die Axt bauen. 1, 2, 3. Wie lange ich heute aufnehme? Ist unglaublich, schon 2 Uhr. So, Iron Axe. Jetzt haben wir alles aus Iron. Und hier bauen wir uns jetzt unseren Kochraum. Ich weiß, ich spanne euch ein bisschen auf die Folter, dass wir da nicht reingehen. Aber ihr kennt es sicherlich schon alle. Ich habe hier niemanden, der selbst kein Minecraft spielt, wetten. So berühmt bin ich nicht. Obwohl, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst Minecraft spielt, vor allem was ihr da so macht. Was
ihr selbst gerne baut, was ihr gerne bei mir gebaut haben wollen, sehen wollt, was ich mal für euch bauen soll. So. So, ich baue hier ein total übertriebenes Kochgebäude. Kochzimmer. Macht mir hier mal Licht. Geht nicht. Muss noch ein bisschen weiter so. Ist halt ein kleiner Hohlraum. Macht doch nichts. Alter, was soll denn das? Weißt du was? Ich baue jetzt hier fertig. So. Wo jetzt? Bauen wir da überall. Ich hätte gern zwei Eisentüren hin. Die nur aufgehen, wenn man es will. Also da oben sind dann so. Ne, sind keine Knöpfe. Ich dann hier. Schalter? Was baue ja hier zu? Mal da eine Tür, da einen Schalter hin. Eisen. 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 So baut man sich eine Eisentür. Genau wie eine Holztür. Und jetzt brauchen wir einen Schalter. Also brauchen wir, glaube ich, einen Stick und einen Cobblestone, wenn ich mich nicht irre. Richtig? Ja, Schalter. Gut, mal gucken, ob das so funktioniert oder ob ich da wieder mit Redstone fuchteln muss. So, und Schalter. Funktioniert. So, sind wir eingeschlossen. Sind wir ernsthaft? Scheiße. Lass mal raus. Aktivieren. So. Ja. Und dann. Was war denn das jetzt? Willst du mich wohl verhunepiepeln, oder? So, wir brauchen jetzt so viel Stein wie möglich. Weil ich mir jetzt extrem viele Ofen baue. Ofen. So, 32 Furnace. Kurz mal schlafen. Und dann irgendwann ist auch mal Ende mit der Aufnahme. Habe ich genug gemacht für heute. Reicht dann auch erstmal. So. Ofen. So. Jetzt brauchen wir unendlich viel Kohle. Das heißt, wir kommen mit dem bisschen Kohle hier garantiert niemals klar. Ich teile das jetzt mal in 8er. Scheiße. In 8er Kohlestacks. Da kommen 8 rein. 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 Sind jetzt überall 8 drin? Ja. 8 deswegen, weil man genau mit 8 ein 64er Stack braten kann. Boah. So. Sind wir fast fertig? So, machen wir da mal 49 Eisen und da mal 32 Gold. Und ich würde sagen, wir machen da noch ein bisschen Cleanstone.
zumachen. Und jetzt wieder die Kohle weglagern und das Eisen dahin. Die Kohle bleibt da. Birchwood bleibt da. Das kommt weg. Das Birkenholz wird eingelagert. So, der Ofen brennt noch. Und den Ofen dahin. Was könnten wir mal machen? Bisschen den Hühnern zu gucken. Ach, da ist wieder ein Eier. Noch mehr Eier. Komm, endlich mal ein Huhn. Oh Mann. Kann ich euch wieder zur Paarung zwingen? Ich weiß gar nicht. Na egal. Da ich jetzt langsam redefaul werde, mache ich jetzt hier mal Aufnahmeende. Obwohl hier noch die Ofen laufen. Macht gar nichts. Boah, nee, nicht schon wieder. Boah, ey. Da. So, bleibt offen. Wir stellen uns hier hin. Gucken an die Wand. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.